Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man auch einen aufsuchenden Verbraucheransatz hat, weil man ansonsten eine ganze Zielgruppe, nämlich die der verletzlichen Verbraucher, einfach nicht adäquat erreichen würde und man damit dem Auftrag der Verbraucherzentralen auch nicht vollumfänglich gerecht werden würde. Erreicht haben wir unser Ziel, wenn es uns überhaupt nicht mehr braucht. Also wenn alle Bewohner der Quartiere so gut informiert sind und so genau wissen, wie sie an Informationen kommen, dass unseriöse Machenschaften überhaupt gar keine Chance mehr haben. Ich glaube aber, dass das ziemlich hochgegriffen ist. Mittelfristig wäre es schon super, wenn einfach die Institution Verbraucherzentrale mit all ihren verschiedenen Angeboten einfach bekannt ist und die Leute dieses Angebot auch nutzen. Ich denke, dass die wichtigste Stellschraube Vernetzung und Wiedervernetzung ist, denn es gibt in den Quartieren immer auch Akteure, die seit vielen, vielen Jahren da sind und zu ganz, ganz vielen Menschen dort Kontakt haben. Und wenn sie uns Zugang zu diesen Gruppen gewähren, dann können wir richtig gut arbeiten, dann können wir Personen unterstützen. Das kriegen wir selber nicht hin, wenn wir nur manchmal da sind.